das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und das Mahnen an die Taten der Nazi-Diktatur darf niemals aufhören. Weil ansonsten würde in Vergessenheit geraten, was passieren kann, wenn ein verbrecherisches Regime eine Demokratie abbaut und die Macht übernimmt. Kalkulation über was alle gewusst haben. Natürlich haben alle was gewusst. Der eine dies, der andere das, aber niemand mehr als das. Und es hätte schon jemand sich noch mehr zusammenfragen müssen, wenn er das gekonnt hätte. Aber das war schwer, weil jeder immer nur an der oder der Stelle dies oder das zu hören kriegte. Unser Wissen um diese Vergangenheit, unsere Erinnerung an diese schrecklichen Ereignisse verpflichten uns alle, heute und in Zukunft dafür zu sorgen, dass sich derartiges nie wiederholen und die Erinnerung niemals enden darf. Stolpersteine kennzeichnen mit kleinen Messingtafeln die letzten frei gewählten Wohnorte von Jüdinnen und Juden im gesamten deutschsprachigen Raum. Käthe und Mimi Sternheim lebten hier in der Rüdesheimer Straße 39. Käthe wurde am 10. Juni 1942 deportiert, Mimi am 1. September 1942 nach Theresienstadt. Wir stehen vor der Rüdesheimer Straße 38. Hier lebte Ludwig Landau. Ludwig Landau wurde am 10. Juni 1942 deportiert. In der NS-Zeit wurden Jüdinnen und Juden aus ihren letzten frei gewählten Wohnorten vertrieben, zwangsweise in Sammelunterkünften untergebracht und danach der Deportation unterworfen. Auf die Deportation folgte die Massenvernichtung. Diese Deportationen rühren an eine Frage, die mich persönlich seit meiner Kindheit beschäftigt. Vielleicht wissen manche, dass ich im nordhessischen Bebra aufgewachsen bin, vor dem Krieg. Ein ganz wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Und ich habe mich immer gefragt, und ich frage mich es bis heute, was haben diese vielen Eisenbahner in meiner früheren Heimatstadt eigentlich über die Transporte gewusst? Was? Die Bevölkerung. 1934 zogen die Neumanns in den zweiten Stock der Rüdesheimer Straße 14. Von hier aus wurden sie am 1. September 1942 nach Theresienstadt deportiert. Die Lebenslüge, die oft nach 1945 von Nichtjüdinnen und Nichtjuden verbreitet wurde. Sie hätten von dem Schicksal, das den Menschen zugefügt wurde, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihnen gewohnt hatten, nichts gesehen, nichts wahrgenommen, wird durch die Stolpersteine offenkundig gemacht. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass Verfolgung, Entrechtung, nichts Ortloses ist, nicht irgendwo stattfindet. Sie findet immer an ganz konkreten Plätzen statt. Und wir alle sind aufgefordert, wo immer wieder Unrecht zugefügt wird,
das wahrzunehmen und nicht aus unserem Blick zu verbannen und alles uns Mögliche zu tun, um solchen Unrecht entgegenzuwirken. Einige haben natürlich etwas mehr gewusst. Das waren die, die sich bereit erklärt hatten, mitzumachen und die auch insofern mitmachten, als sie halfen, die anderen zu Mitmachern zu machen, mit Gewalt oder mit Versprechungen. Denn wer geholfen hat, hat natürlich auch was wissen müssen. Er hat zwar von allen verheimlicht werden können, aber nicht ganz vor allen. Und dann gab es natürlich welche, die schon eine gewisse Menge wussten. Die mittlere Garnitur, die auf dem einen oder dem anderen Sektor was zu sagen hatten. Da haben sie zwar nur etwas verwalten können, was organisiert war. Denen waren gewisse Einzelheiten bekannt. Sie hätten sich vielleicht auch das Ganze zusammenreimen können oder haben es vielleicht sogar getan. Aber sie trauten sich nicht und vor allem fehlte ihnen eins. Das war der springende Punkt, was sie hätten wissen müssen, wenn sie wirklich und so weiter. Wir stehen vor der Rauenthaler Straße Nummer 3. Elsa Händel, geborene Löser, stammte aus Laufersweiler im Rhein-Hunsrück-Kreis. Mit ihrem Ehemann Hugo betrieb sie ein Kurzwarengeschäft in der Wiesbadener Straße in Dotzheim. Nach dem Tod des Ehemannes im Jahr 1937 wurde das Geschäft verkauft. Elsa Händel wurde am 10. Juni 1942 deportiert und sehr wahrscheinlich im gleichen Jahr in Sobibor ermordet. Die da oben wussten natürlich das meiste, auch untereinander. Denn wenn sie nichts voneinander gewusst hätten, hätten sie es nicht machen können. Und es hätte gar nichts geklappt. Denn so etwas musste funktionieren. Und was nicht oder wo einer nicht funktionierte, da musste er erledigt werden. Wie sich schon gleich zu Anfang und noch deutlicher später gegen Ende gezeigt hat und so weiter. Von Dr. Eduard Laser an seine Kinder vom 14.11.1941. Liebe Kinder, während ich diese Zeilen am Geburtstag der lieben Mutter schreibe, ist draußen strahlender Sonnenschein. Aber bei uns wird der Himmel immer düsterer, seit die Umsiedlungen nach dem Osten begonnen haben. Wir sind in der dumpfen Erwartung, jeden Tag abberufen zu werden. Unsere Vorbereitungen sind getroffen. Es bleibe dann als letzter Ausweg aus diesem Zwiespalt der Gefühle nur die Reise übrig nach einem Land, von dem es keine Rückkehr mehr gibt. So nehme ich denn heute schon in Vorahnung dieser zwingenden moralischen Forderung von euch allen, liebe Kinder und Enkel, mit heißen Segenswünschen Abschied. Denn das hat natürlich nur ein einziger gewusst. Aber wenn er es gewusst hat, den springenden Punkt sozusagen, dass es auch funktioniert und das, weil es funktioniert, auch passiert. Und das ist ja auch genau passiert. Das, was alle gewusst haben, das hat er natürlich nicht gewusst. Denn das konnte er nicht wissen. Er hatte ja keine Ahnung davon, was alle dachten und sich überlegten und so weiter. Aber gerade daran lag es schließlich, dass es funktionierte. Dass alle was gewusst haben, aber nur einer, ob es funktionierte, aber nicht wusste, dass es nur deshalb funktionierte, weil er nicht wusste, was alle wussten und so weiter. Nämlich, dass sie nicht wussten, ob es auch funktionierte. Und so hat das funktioniert. Das Gelände hier, das kann man ja nicht trennen. Geschichtsmäßig von dem, was hier passiert ist. Das wollen wir auch gar nicht. Von daher kommen wir auf die Idee, das zu verbinden.
Kein Mensch darf wegen seiner Herkunft, seiner Sprache, seines Aussehens, seiner politischen und religiösen Überzeugungen, seiner sexuellen Orientierung oder seiner Lebensart benachteiligt oder diskriminiert werden. Es geht darum, Stellung zu beziehen. Die zweite Botschaft lautet nämlich: keine Toleranz gegenüber Intoleranz und gegenüber Verletzungen der Menschenwürde.